Hallo und willkommen zurück zu Resident Evil 4. So, Kapitel 9. Luis, wo bist du? Sorry, ich hab's vermasselt. Komm und rette mich, mein Prinz. Treib's nicht zu weit, Prinzessin. Ach komm, bin im Beisaal hinterm Burghof. Komm nicht zu spät zum Tanz. Ah, Luis, was kannst du eigentlich? Ja. Wir können ihn doch nicht im Stich lassen, oder? Doch. Naja, der hat ein Heilmittel vielleicht für uns, also vielleicht auch nicht. So, ich brauche alles an Munition, was ich in Vasen finden kann. Mit meiner Munition sieht seit der letzten Episode ziemlich mau aus. Na gut, Spiel speichern, Kapitel 7 irgendwo. Ach, wenn es wichtig ist, finde ich es irgendwie wieder. Kraut, vor allem gelbes, habe ich erst neulich gelernt, dass das meine Gesamthelf insgesamt steigert. Kombinieren wir es doch mal mit was. Hier, Kräutermischung grün und gelb. Steigert die maximale Gesundheit. Das ist doch was Feines. Das nehmen wir dann irgendwie. Können wir es direkt einnehmen? Benutzen. Ja, und schön, schön gesteigert fühle ich mich. Ich glaube, dann müssen wir hier raus. Wo ist denn der Ballsaal? Ich habe ein Date mit einer Prinzessin. Ich habe aber erstmal ein Date mit den schönen Fässern auf der anderen Seite. Erstmal mit den schönen Fässern hier. Her mit allem, was nicht nied- und nagelfest ist. Da sind wieder Raben. Die werde ich aus munitionstechnischen Gründen diesmal in Ruhe lassen. Aber ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Hier liegen zumindest überall Peseten rum. Das heißt, die Spanier sind in der Nähe. Und da kann ich auch hoch. Probieren wir es aus, was das bringt. Nix. Wieso bin ich hier? Ah. Ein Hebel. Sehr gut. Hey, sieh nur, du hast die Flagge gehisst. Das ist mir gerade nicht aufgefallen. Danke, dass du es betont hast, Ashley. Muss ich noch andere Flaggen hissen? Da drin vielleicht? Oder komm... Ja, also es sieht so aus, als ob das Spiel von mir will, dass ich noch zwei andere Flaggen hisse. Ich frag mich, ob's was mit dieser Flagge. Oh nein. Nein, 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 ihr Hundchen. Okay. Joe ist brav. Mach Platz. Also ein Labyrinth können die ruhig öfter bringen. Paar Monster, paar Loot-Container und ich bin glücklich. Verschlossen. Ja, kletter doch einfach rüber. Na gut. Noch ein Hundi irgendwo? Ich glaube, die Antwort ist ja. Irgendwie hier links. Da hört sich's hundig an. Ja, du solltest dich nicht so ankündigen, mein Freund. Da ist noch irgendwie einer. Vielleicht ist hier ein ganzes Rudel von denen. Tatsächlich. Oh, das war schnell umdrehen. Geht aufs Haus. Was machst du denn? Ich habe die Hunde befreit. Na komm. Ach komm, keiner von denen ist draufgegangen. Ist das dein Ernst? Nein, sei ein liebes Hundchen. Ja. Nein. Ja, hat doch geklappt. Kollege, mach mir doch keine Angst. Ich muss nachladen. Ja. Ja. Mach platt. Sehr, sehr braver Zombie-Hund. So. Ah. Okay, das muss die andere halten. Es nimmt kein Ende. Och, so langsam habe ich wieder annähernd Pistolenmunition. Ich bin zufrieden. Okay. Halt das mal runter.
Wo muss ich dann hin? Hier rein, okay. Vorsichtig. Ja, ja, immer doch. Ist mein zweiter Nachname. Mein zweiter Vorname. Runter mit euch Flaggen. Yay, eine fehlt noch. Der umgedrehte Hirsch. Wo ist denn das Hündchen hin? Und was ist das? Oh, nur eine Statue. Die hat mir gerade aber Angst gemacht. Nein! Nein, Ashley! Und wie komme ich jetzt? Hallo? Lass Ashley in Ruhe. Ashley, ich komme zu dir. Ja, ist hier gut. Na, schon Kopfschmerzen. Ja, passando Silber. Au. Ja, ist gut, ist gut, ist gut, ist gut. Lass die doch nicht immer so fallen. Das tut weh. Ich muss mal kurz die Schrotflinte nachladen. Wartet kurz. Jetzt habe ich Zeit für euch. Hier. War doch alles ohne Probleme hier. Ashley hat noch ein paar Schürfwunden dazu bekommen. Das ist sie ja schon gewohnt. So, schön, schön nachladen. Und etwas nur verzweifeln. Ich muss sagen, ein bisschen bin ich in Panik. Alles gut? Okay. Da ist noch einer. Na? Na komm, zeigt euch, ihr Biester der Nacht. Hey, alles klar bei dir? Ja, danke. Bitte. Bitte der Nachfrage. Schlange! Ah... Inzwischen bin ich, glaube ich, immun gegen das ganze Viperngift. Weiß nicht, was Leon früher erlebt hat, aber überraschend robust und er kann sogar die Schlangen für ein bisschen Hilfe essen. Gar nicht das Schlechteste. Ist hier auch noch was Interessantes für mich? Ja, komm schon, was Gutes. 300 Peseten. Schaut euch das an, wir haben fast 50.000. Und Pistolen und Flintenmunition für Tage. Also für einen halben oder so. Trotzdem, ich bin begeistert. Ich bin am Nachladen. Sollte aber nicht die ganze gute Schrotflinte für die Billo-Gegner hier. Ja, was hast du denn für Füße? Hat sich der Meißler, der Künstler da nicht viel Mühe gegeben? Ja, ist ja gut. Ashley, du übernimmst den anderen. Ja. Lass das. Musst nachladen. Warte, Kollege. Na? Du hast aber gute Moves drauf. Toll, jetzt ist die Munition wieder so leer. Also mittelmäßig, würde ich sagen. Lässt es? Könnt doch nicht einfach durch die Hecke springen. Oh. 4 Pistolenschüsse rein, 10 Pistolenschüsse raus. 3 verschwendet, ich glaub's ja nicht. Ach, du kannst rüberklettern. Wärt ihr nicht so fies, wärt ihr relativ coole Hunde. Links sind noch mal welche. Komm hier. Noch wer? Reicht hier das? Ich glaube, das reicht ihm. Schatztruhe. Ein elegantes Schachbrett. Na, hoffentlich ist das viel wert. Oh, Magnum-Munition haben wir auch. So, was kann der Brunnen? Was ist hier so speziell? Kann ich hier nichts machen? Schade. Das ist eine geile Statue. So, muss ich hier drin noch was machen? Nee.
Ein Hundi erwartet uns noch. Irgendwo. Hallo? Hund? Hund? Ich höre doch was. Oh, weiß nicht, ob schlau ist, das hier aufzumachen. Ich mach's trotzdem. Bin nicht für die schlauesten Entscheidungen bekannt. So. Dritte Flagge, ab zum Ballsaal. Ja. Das muss mir aber einer erklären, was die Flaggen Dinger mechanisch damit zu tun haben. Also Hund ist definitiv irgendwo da. Oder ich habe einen Tinnitus, der sich genauso anhört. Na, hat gepasst. Ich hoffe, das war jetzt nur noch der eine. Ich lade gleich mal nach. Nee, da. Komm hier. Pistolenmunition und da ist auch noch einer. Wenn ich meinen Kopfhörern vertrauen kann. Und Pisiten. Wieso bist du wieder so ein Fiesling? Ja, hau mal besser ab. Na gut. So, das waren aber alle. Das Maximale gelootet, von dem ich weiß, dass es hier geht. Also alles, was ich gefunden habe. War aber sehr gründlich diesmal. Oh, was für ein schönes Gebäude. Und der Händler hat sich hier niedergelassen. Der Ball sollte nicht weit sein. Das würde ich aber auch machen. Mensch, ist das cool hier. Da wird der Händler drin sein. Was Neues reingekommen? Das könnte dich interessieren. Ja, bestimmt. Händler tippt das nächste Level. Gute Neuigkeiten, Partner. Hab richtig gutes Werkzeug an Land gezogen. Damit kann ich deine Waffen ab jetzt noch fiesere Modifikationen verpassen. Gegen die entsprechende Bezahlung, versteht sich. Sag Bescheid, wenn du dran interessiert bist. Na, auf jeden Fall. Und was haben wir hier? Eine Quest. Kampf den Medaillons 4. Diese blauen Medaillons sind ein Schandfleck und ich will, dass sie verschwinden. Zeigen wir ihnen, dass wir keine Angst haben und dass wir dies nicht dulden. Na gut. Ist. Ah, hier ist wieder so ein Ding für Talismane. Und da ist wieder so ein Schießübungsaufzug. Hab seltene Ware im Angebot, Fremder. Ich mag seltene Ware. Ich mag auch Riesenkoffer, muss ich sagen. Deine Kohle. Oder dein Leben. Die Entscheidung wird dir recht fallen. Spezial-Upgrade. Waffe den eigenen Bedürfnissen anzupassen. Oh, hat etwas Künstler. Geh sorgfältig damit um. Okay. Ja, natürlich. So, als erstes Inventar-Upgrade. Der ist ziemlich groß. Ja, meiner ist ziemlich groß. Jetzt zumindest, okay. Schachbrett können wir verkaufen. Und beim anderen, also wir haben einen roten Beryl und einen gelben Diamant, das reicht noch nicht. Da müssen wir die Schätze, obwohl je nachdem, was wir kaufen können. Ja, und ich verkaufe fast alles, habe ich schon mal gesagt, halt's Maul. So, Red 9 interessiert mich nicht. Tunen, okay. Das Spezial-Upgrade können wir, wie gesagt, noch machen, wenn... Hör doch auf, immer rein zu quaken. Spezial-Upgrade geht eben nur, wenn wir alles andere abgegradet haben. Das ist noch nicht der Fall. Ich weiß gar nicht, wer das machen kann und woher die ganzen Piseten nehmen. So. Ja, nee. Gut. Wir gehen jetzt erstmal wieder nach unten. Kannst du hier warten? Entfern dich. Okay. So. Hä? Doch, geht. Ja, ist ja gut. Wollen wir mal wieder ein bisschen schießen und üben. Neuer Talisman wäre nämlich klasse. Ja, auf jeden Fall. Da haben wir A-Level. Da haben wir viele Schießübungen. Machen wir es nochmal. Fuck. Kann ich das neu starten? Ja. Eigenen Reihen. Ich befürchte, dafür gibt es Punktabzug. Ja, ich hat's vergessen. Drei, keine zwei, Matrosen treffen. Das schaffst du locker.
Dankeschön. Ja. Ich bräuchte einen größeren FOV. Oder müsste einfach weiter hinten stehen. So geht das. Du bist ein Künstler, Partner. Dankeschön. Genau so. Nein. Nein, der mit dem Dynamit. Das wäre besser gegangen. Das wäre besser gegangen. Danke, das machen wir aber nochmal. 3, 2, 1, leg los! Highscore, wir kommen! Ja, hoffentlich. Das war mega! Mist, bisschen langsam. So geht das. Ist das dein Ernst? Ja. Komm schon. Komm schon. Nicht. Nachladen. Nein, komm schon. Oh, das war schlechter. Na gut, mach mal die anderen. Mach mal die anderen. Danke, ich nehme lieber die Pistole. Du hast doch gesagt, ich schaffe das locker. Locker. Sieht nicht so aus. Ist da noch jemand? Oh, schlage ich mich hier schlecht. Bin ich schlecht, aber das macht Spaß, muss ich schon sagen. Nein, nein! Oh, nur noch 19 Sekunden. Entschuldigung. Oh, was gibt das für einen Rang? B nur. Ein silberner Jeton. Okay, das... Maschinenpistole und kurzen Prozess mit dem... So, Maschinenpistole. Nachladen. Entschuldigung. Komm schon. Mist. Hab ich schon. Hab ich doch schon. Ah, die Matrosen. Oh. Das wird kein guter Rang. Wieder nur B. Silberner Jeton. Ja, Ashley, das ist nicht so gut. So, das machen wir nochmal. Und das mit der TMP gleich auch so. Das will ich hoffen. Nein! Ach komm. Ich versuch's. Komm schon, her mit den Gegners. Oh nee. Oh nee. Das mach mal. Das machen wir gleich nochmal, aber richtig. Ich weiß gar nicht, wir haben zwar ein Zeitlimit, aber damit kommen wir immer gut klar. Vielleicht muss ich mir mehr Zeit. Vielleicht muss ich mir mehr Zeit lassen. Ja, das habe ich mitbekommen.
Na komm schon. Bin mir nicht so sicher. Nein! Okay, einmal üben wir die noch. Einmal! Muss ja schaffen. Muss ich ja schaffen. So, der da hinten, der Kollege. Ja! Nachladen. Ja, nachladen. Komm schon, 7000 Punkte, ich komme. Ich warte. Dankeschön. Nachladen. Nein. Na gut, das war besser. A-Rang. Ist ja gut. So, mit der TMP. Dankeschön. Gib mir Mühe, nachladen. Na komm. Nur keine Maluspunkte. Nein! Entschuldigung, ein Leichtmatrose ist über Bord gegangen. Bleib weiter am Ball. So geht das. Nein, ich lade nach, das ist dämlich. Wieso jetzt? Oh Mist. Hätte ich nicht so viele Minuspunkte bekommen. So, das müssen wir nochmal machen. Perfekt, Leon. Dankeschön. Ah, das geht besser. So langsam habe ich es rausgefunden. Komm schon. Ja. Diesmal läuft's. Noch kein Matrosen gekillt. Nein! War das besser? Ja, für einen A-Rang hat's gereicht. Sehr gut. Was haben wir noch? 2 minus B. Mit der Schrotflinte. Nachladen. Ach, das macht Spaß. Dafür muss auch Platz sein. Da kriegt man ja immer... Nein! Vierfach-Kill. Wieso habe ich denn eine Bonuszeit? Na gut, war ich gut. S? Ein goldener Jeton? Wieso das denn? Ich bin sprachlos. Dankeschön. Deckt mit einer einzelnen Patrone einen großen Bereich ab. Da bekommst okay. Du was für dein Geld. Das war relativ einfach. Na gut, 2C haben wir noch. 3, 2, 1, leg los. Zeig, was du kannst. Nein, nachladen, Kollegen. Ja, ich mach's. Ich glaube, hier könnten wir auch auf die Schrotflinte wechseln. Weiß aber nicht, ob das so sinnvoll wäre. Na komm. Entschuldigung.
Mist. Oh, Bonuszeit. Ja, mach ich. Ja. Hat man die Boni auch bei den anderen? Nachladen. Schnell. Nein. Nein. Na, wieder S-Rang. Interessant. Mit nur einem Schuss gleich mehrere Ziele ab. Allerdings lässt die Nachladezeit etwas zu wünschen übrig. Na gut. Wir haben genug Jetons diesmal verdient. Voll der Profi, hä? Dankeschön. Und was kriegt man? Don Diego. 15% häufiger Herstellbonus auf Gewehrmunition. Okay. Und die nächste Runde Jetons. Soldat mit Dynamit. Auch gewöhnlich. 30% häufiger Herstellbonus auf Minenaussätze. Oh, das bringt mir ja gar nichts. Nochmal Jetons. Komm schon, was Gutes. Vipern stellen 40% mehr Gesundheit wieder her. Na, das ist halbwegs in Ordnung. So, zwei Jetons haben wir noch. Ah, geht nicht mit zwei. Na gut, na gut. So, das musste auch mal wieder sein. Es hat echt Spaß gemacht. Weiß ich nicht. So, erstmal hier Koffer anpassen. Und zwar Talismane. Ah, da sind sie ja. Also der ist links. Was haben wir da noch? Hier Gewehrmunition, Herstellungsbonus in der Mitte. Und das mit den Vipern rechts anbringen. Wunderbar. Koffer haben wir auf. Einmal das Spiel speichern. Am besten hier unten. Wunderbar. Weiter geht's. Na, zu der Tür bin ich doch nicht reingegangen. Sala de Audienzas. Ah, hier muss ich mich reinsetzen. Aber wir sind doch in einem schönen Saal gewesen. Oh, da ist die Tür. Ist das alles hier zu? Geht nicht auf. Ja, das habe ich mitbekommen. Sieh mal die Statue da oben. Welche Statue? Die da. Ja, es sieht aus wie eine Hydra. Eine Chimäre. Ja, mein Schlüssel passt da nicht drauf. Okay, ich habe das Gefühl, wir müssen nach oben weiter. Ominöse Geräusche mal wieder. Dir fällt mit Sicherheit was ins Auge. Was war denn das hier? Wo kommen wir denn da hin? Ist mir eigentlich egal. Rein mit uns. Das Ding doch nicht schlecht, oder? Oh, vielleicht schon. Gleich sehen. Wir sind da. Dankeschön für den Hinweis. Ich habe aber keine Ahnung, wo da ist. Grand Salon. Okay, wir kommen vom Grand Salon. Und wir sind irgendwo anders. Da ist eine Schreibmaschine. Sonst nichts. Hm? Ich weiß nicht, waren wir hier schon? Hier. Hier führt das her. Hier waren wir ja schon. Bin ich mir fast sicher. Oh nee. Das wird laut. So, ich muss erstmal den Typen da hinten ausschalten. Ja, Gloria. Gloria Las Plagas. Oh, Ashley ist ja dabei. Mist. Ashley. Was machst du da oben? Ja. Ich helf dir. Wieso ist denn hier so viel los? Ja, ist ja gut. Los, komm. Alles klar.
Komm schon auf die Fresse. Ich muss mich heute echt oft freikämpfen. Könnt ihr nicht wie in so einem Comedy-Ding übereinander stolpern? Bin ich erfolgreich ausgewichen? Ich glaube nicht. Lasst mich in Ruhe. Wieso seid ihr wieder so viele hier? Nein. Nein, das mag ich doch nicht, wenn du das machst. Her mit den Vipern. Ja, dem anderen auch mit aufs Maul gehauen. Oh, ich muss nachladen. Nachladen. Tschüss. Ashley, du machst den Rest alleine. Oh, reicht das dir immer noch nicht? Und der zweite natürlich auch. Her mit dem Revolver. Ja. Jetzt habe ich wieder keine Munition mehr. Jetzt habe ich wieder keine Munition mehr. Ashley, ich helfe dir. Oh, hast dir selbst geholfen. Ja, ich bin begeistert. Vor allem bin ich komplett nutzlos gerade. Pistolenmunition. So viel, wie ich legal bekommen kann. Und Gewehrmunition. Blendgranate schadet auch nicht. Boah. Achso, waren hier noch Dinge, die wir nur mit Ashley zusammen machen können? Nee, die war doch hier mit drin. Ich glaube, das hätte man noch nicht in der Reihenfolge machen sollen. Wir schauen erstmal, dass wir zurückkommen und uns erstmal im Ballettsaal eine Vorstellung gönnen. Ich habe zwar gar keine Munition mehr gefühlt. Das war wieder interessant. Was mache ich denn die ganze Zeit? Ich glaube, wir sind da. Ja, ich glaube auch. Und ich glaube, wir sind komplett nutzlos jetzt. Ja, das werden wir ja sehen. Ja, 20 Schuss habe ich zumindest hier drin. Ja, ebenfalls Fremder. Hallo. So. Na, zumindest in dem schönen Gewehr habe ich noch 18 Schuss. So. Eine Quest. Pelzige Bücherwürmer. Ein Teil der Burg wird von Ratten überrannt, die fröhlich all die kostbaren Bücher annagen. Aber diese Ketzer scheren sich natürlich einen Dreck darum. Mach bitte jemand was gegen diese Ungeziefer, bevor es zu spät ist. Na gut. Ratti, 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 Ratti. Schön, das kostet wieder so viel Munition. Kommt her, ihr Pilzwesen. Hey, das ist doch das Teil, was man da auf die Chimäre setzen sollte. Eine Schlangenstatue. Ja, die müssen wir irgendwie befreien. Ja, das ist mal ein Gedeck. Essen? Hier? Nee, danke. Nee, ich glaube, wir müssen mit den Stühlen irgendwas freischalten. Okay, die Frau sitzt. Keine Ahnung. Das sieht aber sehr fotogeshoppt aus. Okay. Die Frau, die Lady Königin, die hat zwei goldene Messer, einen goldenen Löffel und eine goldene Gabel. In welcher Reihenfolge? Zwei goldene Messer links. Zwei goldene Messer links. Zwei goldene Messer links. Die haben ja alle die Messer rechts. Ah. Na gut. Vielleicht von ihrer Perspektive. Na gut, ihre Perspektive ist es die rechte Hand. Ist ja schon recht. So. Hier, das sieht doch danach aus. Obwohl, die hat kein Brötchen gehabt. Hast du eigentlich viele solche Einsätze? Ja. Allerdings habe ich meist nicht so eine nette Begleitung. Okay, die hat kein Brötchen. Das überlasse ich dir. Messer rechts, kein Brötchen. Klinge. Setz dich. Moment. So, hier hin. So, und ich brauche ein Brötchen und ich brauche drei Messer. Brötchen und drei Messer. Passt das schon?
Ja. Ich habe mal ein Rätsel hinbekommen. Und beinahe die Vasen hier übersehen. Das sind doch wertvolle Rohstoffe. Oh, rote Tischdekoration. Sehr schön. Ein Pelikan. Irgendwas noch zum Looten. Eine Vase übersehen. Da sitzt eine Eule. Und da hinten hat sich eine Vase versteckt. Ich bin manchmal sowas von blind. Ja, damit. Na gut. Dann, wie transportieren wir das bestimmt 100 Kilo schwere Ornament? Ah, ich brauche nur den Schlangenkopf. Na gut, sonst hätte ich Ashley wahrscheinlich tragen lassen. Ich hab's so im Rücken. Schlangenkopf. Kriegst du das selbst hin? Ja, setz einfach mal drauf. So, dann braucht man irgendwie noch eine Ziege, glaube ich. Und einen Löwenkopf. Kann ich meinen Hasen nehmen? Der ist zumindest, oder sie ist zumindest ein Löwenköpfchen von der Rasse her. Warum denn nicht? Hört sich oh je. Sieh mal die Rüstung. Die könntest du sicher als kugelsichere Weste nehmen. Ich glaube, die Rüstung versohlt mir gleich den Arsch. Meinen Geschmack. Schade, die würde dir bestimmt super stehen. Ja, ich glaube, die verprügeln mich gleich wirklich. Verstanden, ist gut. Hallo? Hallo? Komm. Ah, ein Löwenkopf. Einfach, das sieht nach einer Falle aus. Warte da oben, okay? Alles klar, sei vorsichtig. Ich loot erstmal die ganze Munition hier. Ich habe so ein ungutes Gefühl. So ein ganz ungutes. Na? Was mache ich denn? Na, das Pferd wird dadurch glücklicher, aber ich nicht. Na gut. Dann, wer greift mich an? Ja. Kommt schon, das ist doch nicht euer Ernst. Au. Nein, der andere ist benebelt. Ah, Mist, nachladen. Kurze Auszeit. Ja, weg mit dem Helm. Nachladen. Komm schon. Danke. Oh, ein Medaillon. Nein, ich dachte, es reicht jetzt. Ashley, bisschen mehr Hilfe. Au, au, au. Au. Nachhelfen. Ich brauch Gesundheit. Hey, runter mit dem Fisch hier. Ja! Schnell nachladen. Nein, die anderen Rüstungen kommen ja schon. Nee, ich treffe nicht. Ich treffe einfach nicht. Ja, ich glaube auch nicht. Ah, ich habe sogar eine Blendgranate noch. Hätte das alles gelöst. Ja! Alles super. Ja. Buenas noches, caballeros. Danke. Gern geschehen. Alles okay, ja? Hast dich nicht verbrannt? Nein. Danke. Das hat es echt rausgerissen.
Ja. Ja, ja. Ich fühle mich trotzdem nicht so gut. Ich brauche mehr Munition. Okay. Zieh am anderen Schwanz. Ja. Das kannst du auch gern mal bei mir machen. Oh, nee. Nee, nee, nee. Nicht mehr Rüstung. Ich hab die Schnauze voll. Ein seltsamer Quader. Das gehört eigentlich nicht zu einer Chimäre. Schwere Granate. Dann für schwere Feinde wahrscheinlich. So, Löwenkopf. Und... Oh, der Quader geht nicht drauf. Ja. Ja, aber keine Ahnung, wo der andere Kopf sitzt. Wir haben doch alles abgegrast. Ah, das hier glaub ich noch nicht. Sind hier zufällig noch Ratten drin? Oh, nee. Nur Kultisten. Nur Kultisten. Ah, da ist es ja. Der Ziegenkopf. Nein. Nein. Ich fürchte, sie haben uns. Ich fürchte auch. Für ein mittelalterliches Schloss echt modern. Ashley. Lass dich doch nicht so einfach hochnehmen. So, da oben ist der Kollege. Jetzt warten wir. Jetzt alle mal chillen. Die rüsten mal aus. Schnellzugriff auf die... Was soll's? Acht. Haben eh nicht so viel davon. Ja, Las Plagas. Bist du tot? Du lebst noch. Wieso lebt er noch? Nachladen. Vielleicht nicht die gute Munition für die Billotypen hier verschwenden. Mir geht's gar nicht gut. Nee, echt nicht. Echt nicht. Ja, ist ja gut. Au. Nein, kein Gloria Las Plagas. Ja. Wir haben Probleme direkt neben uns. Ja, noch 9 Schuss habe ich ja. Und da oben ist der Kollege. Leon, er ist zurück. Wo denn? Ah. So, dann mal die Magnum nachladen. Wieso kommt ihr zurück? Ey, nicht mit Äxten werfen. Ja. Pass du doch auch auf. Nein. Nein. Nein, mein Kopf. Alles gut, der wächst nach. Müssen nur auf Fortsetzen drücken. Ach ja. Aber wir haben die Handgranate noch, das ist gut. Die werden wir sinnvoller einsetzen. Ausrüsten. Schnellzugriff auf die 8. So. Und die werden wir gleich nachladen. Dass wir dem roten Typen direkt in die Fresse hauen. So. Und dem auch. Der hat sich einfach unsympathisch verhalten. Hätten wir einfach nur ein bisschen warten müssen. Ich fürchte, sie haben uns. Na komm schon. Ja, ja.
So, 8. Das wird laut. Ja, Volltreffer. Wie auf dem Balkon? Ich hab den doch ausgeschalten. Alter, wie viel hält er denn aus? Ich glaube, ich hätte die Granate lieber hier gebraucht. Ashley, du hältst es durch, oder? Ja, ist ja gut. Ihr müsst einmal kurz nach oben. Na, das habe ich doch gut ausgehalten. Ja. Ja. Ja, ist ja gut, ich komme. Ach Mist, da wird Ashley weggetragen. Entschuldigung, wir sehen uns. Na gut, die Granate müssen wir anscheinend wirklich aufbewahren. Die hilft, wenn ganz viele beieinander stehen. Das sind echt viele Gegner gerade. So. Das heißt, die werden wir auf jeden Fall in Schnellzugriff mal auf die 4 tun. So. Und das muss jetzt irgendwie gehen. Werd auch den Revolver jetzt mal nachladen. Na, das kriegt man hin. So, einmal die Nummer 6. Geht doch. Wo sind denn die anderen? Treffe ich noch welche von hier? Ist gemein, dass die sich so gut versteckt halten. Na komm, den hätte ich aber abgeknallt. Ja. Yeah. Sie haben uns. Los, komm. Okay. Munition sparen. Ah, Scheiße, mein Kopf. Komm mal mit, Ashley. Nein. Ashley. Wer denn? Na komm, Ashley, wir müssen hoch. Ganz schnell. Ist ja gut. Nicht runterhüpfen. Ich muss hochhüpfen. So, jetzt aber. Ashley, komm mit. Nein! Pass du auf! Leon, auf der anderen Seite! Shit! Komm schon! Komm schon! Ja! Nein! Nachladen! Hört auf, euch anzustellen. Nein, 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 nein. Ja, ich weiß, was du magerst. Komm schon. Ja, aus Fressbrett. Wie, du entwickelst dich auch. Boah, ey. Nein, die entwickeln sich alle. Oh, nee. Nee. Echt nicht. Aber wenigstens entführen sie in dem Zustand nicht Ashley. Gehen mir nur ein bisschen auf die Nerven. Ist ja gut. Ja. So, Munition am Anschlag. Wunderbar. Ja, halt's Maul. Oh. Ja, irgendwie war's klar. So, Munition ist komplett leer. Ah, ich kann Pistolenmunition nachmachen. Her damit. 10 Stück Hammer.
Ah, noch einer mit dem Schild. Dann schauen wir doch hier, ob es noch ein bisschen Munition gibt. Ja, ein bisschen. So. Nicht mit Äxten werfen. Ganz, ganz uncool, immer noch. Ja! Nein! Lass er los! Wo wolltest du denn hin? Wir haben noch zwei Schuss. Ashley! Ashley, was machst du denn? So, ich kann nur noch MP-Munition machen. Ah, ich kann eine Blendgranate machen. Besser zu spät als nie. So, drei. Boah, stirb. Sehr gut. Und dich kriege ich im Nahkampf hin. Ist das nicht toll? Oh, da lag auch eine Blendgranate. Und hier liegen Rohstoffe. Ashley. Ah, gut. Dir geht's wieder gut. Ich will dir immer aufhelfen, aber das schaffst du auch ohne mich, so wie es aussieht. Ah, erstmal looten. Erstmal in aller Ruhe hier looten. Oh. Mist, jetzt ist da so ein Teil. Ja, mit dem Messer geht's auch. Nein, mein Spiel hin. Okay. Hat sich wieder einen bekommen. Dachte, ich müsste es killen. Ah. So. Ich hoffe, oben liegen so schön 3-4 Magazine. Nur für die Pistole. Ich bezweifle es aber. Hier hängt noch ein Parasit in der Luft. Ist ja widerlich. Nee, gut. Wenigstens denkst du positiv. Yay, wir haben 9 Schuss. Oh, da war eine Vase, oder? Ja, natürlich. Können doch hier keine Vase am Leben lassen. So, das können wir dann aufmachen. Und dann her mit dem Geißbock. Mit der schönen Ziege. Ja. Und hier liegt tatsächlich viel Munition. Ich glaube, die haben antizipiert, dass man hier kaum noch was hat. Oh nee. Oh nee. Haben in Ruhe. Alle tot? Gut. Schade um die Granaten. Gut für die Pistolenmunition. Na gut, weiter geht's. Wir können jetzt endlich diesen dämlichen Kopf auf den, auf die Chimäre noch setzen. Und dann passiert hoffentlich was. Oh, das sieht doch gut aus. Das sieht schlecht aus. Leon, hinter dir! Zurück! Die ist leer. Nein! Los, lauf! Lauf, Ashley! Ich bin ziemlich cool, muss ich sagen. Oh je. Ich lauf nicht weg. Wart auf mich, Leon. Okay. Oh toll, jetzt steuere ich Ashley. Da kriege ich wieder mehr Angst, weil ich keine Waffen habe.
Nee, gut. Was ist denn das? Eine Laterne. Erstmal brauche ich nicht. Die läuft wie ein Zombie irgendwie. Finde ich ganz putzig. Ducken. Ich wusste gar nicht, dass wir Ashley auch mal spielen können. Ist ja cool. Ist aber sehr gruselig hier. Ich bin eh kein Fan von Tiertrophäen, wenn sie normal an der Wand hängen. Ratte, töte die Ratte, Ashley. Wir haben eine Quest. Jetzt ja wenigstens versuchen können, draufzutreten. Oh nee. Oh nee. Kann ich nicht einfach den Händler beauftragen? Der Weg zum geheimen Mausoleum, der die ruhenden Ahnen antworten zur vorbestimmten Zeit. Suchst du den Segen des Herrn, so hab Mut und fürchte nicht die Dunkelheit. Ich glaube, da müssen wir die Lampe wegmachen. Ah, das war ein Rätsel. Na gut. Was stand da? Ashley, wo hast du den Papierfetzen hin? Ich will das noch gern mal mit Hirn lesen. Und die Vasen machst auch nicht kaputt. Ja, vorbestimmte Zeit, was denn? Vielleicht die hier? Ja, machen wir mal 10.55 Uhr. Was ist das? Hallo? Ah, 10.50 Uhr. Na komm schon. Mist, was stand jetzt noch mal auf dem Zettel? Die Ahnen, bestimmte Zeit. Händler-Tipp brauche ich nicht. Hast du das nicht irgendwo noch mal aufgehoben? Oh, Mädel. Okay, hier ist eine Uhr. Gibt's sonst noch Uhren? Nö, ist die Tür eigentlich offen? Wieso ist die Tür offen? Kommen wir da her? Schauen wir einfach mal. Eine Schnappschildkröte. Ja, ganz nett hier. Sehr prunkvoll. Ich weiß aber nicht, ob ich hier richtig bin. Oh je. Ich höre es kanistern und knacken. Knacken. Ja. Und das bringt jetzt was? Eine Treppe. Vielleicht zu einem geheimen Zimmer oder so. Ja, wer weiß das schon, wer weiß das schon. Die Laterne ist aber echt praktisch. Müssen wir hier noch was machen? Nö. Gehen wir mal die Treppe hoch. Einfach mal die Treppe hoch. Schlüsselbund, sehr schön. Schlüssel. Oh, oh. Was ist das hier? Na, da gehen die Schlüssel wohl nicht rein. Ganz viel ungute Geräusche hier. Bitte nicht. Sie hat angehalten. Ja, die mögen kein Licht. Na also, können wir zumindest entkommen. Oh, hier passen die Schlüssel. Weiß ich nicht. Bestimmt der da. Ja! Tschüss.
Hab genug von euch. Alter, bin ich gerade im Panikmodus. Ein Stromausfall. Muss meinem Aufzug einfach auf den Alarmknopf drücken und ganz entspannt warten. Schnell raus, bevor es kracht. Schnell raus, bevor alles kracht. Okay, hat's nicht getan. Leon? Ashley, bist du okay? Mir geht's gut. Ich überleg mir was. Und was? Was soll ich denn da? Wofür weiß es doch nicht. Notiz eines Bibliothekars. Die Insignie, um diesen gottverfluchten Ort zu entkommen, brauche ich die Insignie der Familie Salazar. Doch um sie zu holen, muss ich ins unterirdische Mausoleum. Dorthin, wo diese scheußlichen Rüstungen warten. Oh je. Oh, gnädiger Gott, lass dein gerechtes Urteil über den gottlosen Thronräuber, das wahnsinnige Monster walten, das Ramon Salazar ist, und möge dein gesegnetes blaues Licht deinem ewig treuen Diener Schutz gewähren. Oh, ich will doch nicht runter ins Mausoleum. Da komme ich doch gerade her. Hastig geschriebene Notiz. 11.04 Uhr. Na, das kriegt man hin. Sag unten an der Uhr. Dann müssen wir wohl wieder nach unten. Mal den ersten probieren. Nein. Mal den zweiten probieren. Nein. Mal den vierten probieren. Also, hat auch Flügel. Man könnte sich das auch einfach machen. Yay, ein Saphir. Aber Vasen zerschlagen will sie immer noch nicht. Achso, hier 11.04 Uhr. Na gut. Das war die langsamere Richtung, aber wir kommen dahin. So, 11 Uhr. Hallo? Yes. Und nun was? Irgendwo habe ich doch noch so eine Uhr gesehen. Ja. Unten. Ganz tief unten. Oh nee. Oh nee. Tschüss. Ein bisschen Panik wäre angebracht. Na, kommt her. Hier. Könnt ihr gar nicht leiden. Ach, das war der Fahrstuhl. Komm schon. Nicht umsehen, nicht umsehen. Ich gebe mein Bestes. Kannst die Tür nicht zumachen? Komm schon. 11.04 Uhr. Hoffe ich auch. Ja. Dämliche Uhr, die hier steht. Oh je. Es geht tiefer runter. Es geht ja noch tiefer runter. Jetzt ernsthaft? Nochmal mit dem Fahrstuhl? Mach schon. Bei euch hier alles gut. Die Lampe ist relativ praktisch. Bitte nach oben. Bitte nach oben. Nein. Nein, wir fahren nach unten. Ja. Nie mehr eine Rüstung sehen, was? Was hab ich gerade gesagt? Ja. Schön. Oh nee. Zwing mich doch nicht hier Rätsel zu lösen. Die Schlange ist da. Die Schlange ist hier. Nein. Ich will nicht mehr.
Ich habe auch die Schnauze voll. Lasst mich in Ruhe! Hallo, ihr sollt mich in Ruhe lassen. Hört ihr schlicht? So, eins fehlt noch. Hier. Ich hoffe hier. Ja. Halt doch die Fackel hoch. Lauf. Hier ist blaues Licht. Lauf. Ja. Sehr schön. Ihr kommt schon klar. Also diese blauen Lampen sind echt praktisch. Ich wünschte, Leon wird damit rumlaufen. Oh nee, oh nee, oh nee. Was zum... Okay, Mondlampe. Muss ich die hier hinstellen? Stern. Und Mond. Das soll eine Sonne sein, glaube ich. Wo soll denn Mond sein? Keine Ahnung. Ah, so viele Rätsel. So viele Rätsel. Was ist denn auf der Lampe hier drauf? Oh, was wurde... Ah, passt schon. Es passt ja schon. Na gut. Nö. Ich hab die Schnauze voll. Oh nee. Oh nee. Oh nee. Tschüss. Und nur was. Okay. Seid galant und haltet still, ja? Was mache ich mit dem Bösen vor mir? Was mache ich mit dem? Einfach in die Fresse hauen. Habe ich es geschafft? Ja. Ich bin doch ausgewichen. Ich bin doch ausgewichen. Ich hätte jetzt einfach den blauen Ständer da hinter mir mitgenommen. Seid galant und haltet still, ja? Komm schon, ja. Tschüssikowski. Oh nee. Oh nee, da waren ja auch zwei. Oh, ein Glück sind die wieder weggegangen. Ach, da sind sie. Ich will nicht mehr. Ich will meine Waffen zurück. Oh, blaues Licht. Ach, komm schon. Da war erstens blaues Licht, zweitens habe ich ausgewichen. Bin ich ausgewichen. Na gut. Wenigstens nur ab hier. Wenigstens nur ab hier. Wenn mir jemand sagen kann, wie ich hier gescheit ausweiche, würde ich es gerne tun. Mehr als E drücken kann ich nicht. Vielleicht im falschen Moment. Ich mach das, glaube ich, einfach im falschen Moment. Ja. Ich habe das Prinzip verstanden. Es mangelt an der Ausführung. Obwohl Ashley wunderbar sich dafür eignet, mit dem Schwert niedergestreckt zu werden. Kann ich das hier nicht skippen? Ich will wieder Waffen. Ich bin eher so einer, der mit Waffen gut spielt. Okay, das hat warum auch immer geklappt.
Nur keinen Streit suchen. Ich suche keinen Streit. Ja. Fast geschafft. Sag doch sowas nicht. Mach die Tür zu. Ah, oh, doch nicht da rein. Hier rein, oder? Hier, Wappen. Rein, Wappen. Schnell weg hier. Leon! Ashley, alles okay? Ja. Warte, ich hol dich da raus. Mach hin. Hey, hier fang. Kommst du runter? Ich fang dich. Ja, ist gut. Schnell, ich höre Schritte. Oh nee. Was ist das denn für ein Viech? Shit. Okay. Da bin ich sehr interessiert daran, wie es weitergeht. So, das Kapitel ist zu Ende. Damit endet auch die Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.